4 Jahre lang trug Enes Benatira dieses Trikot bei den Profis. Heute soll nach 3 Niederlagen in Folge wieder ein Dreier gelingen. Ex-Profi Oliver Schröder vertritt wie schon beim CFC Cheftrainer Stefan Schmidt. Der fehlt aus persönlichen Gründen gegen Sammy Keskin und Viktoria Berlin. Hertha seit 9 Spielen sieglos muss eine Reaktion zeigen. Druckvoller Beginn der alten Dame, 40 Sekunden gespielt. Das ist Nada Jindawi gegen 2. Nada Jindawi. Erste gute Aktion des 26-Jährigen. Traf zuletzt am 4. Spieltag gegen Altlinike. Viktoria mit nur einer Niederlage aus den letzten 11 Spielen. Hebisch vorbei an Quasigroch. Riesenchance. Hertha unsortiert. Stellen die zweitschwächste Defensive der Liga. Hebisch legt den Ball vorbei an Quasigroch. Am Ende fehlen nur Zentimeter. Das Aluminium rettet für die Hertha. Nur ein Punkt aus 9 Spielen. Kiala gelb-rot gesperrt. Aber Hertha spielbestimmend in Durchgang 1. 23. Minute. Nada Jindawi. Zweite Großchance unter den Augen Pal Dardais. Jindawi, bester Herthaner bis hierhin. Bekommt viel Platz auf dem rechten Flügel. Nur 45 Sekunden später. Druckphase blau-weiß. Liu macht den Ball scharf. Röke. Ben Hatira, Abdul Latif. Und wieder ist es Nada Jindawi. Kinzig mit der Rettungstat. 12 Gegentore bislang für ihn. Zweitbester Wert nach Jakubow beim Greifswalder FC. Bis auf diese Großchance durch Hebisch zu Beginn spielt offensiv nur Hertha. Jindawis Hereingabe findet Ben Hatira. Erste Strafraumaktion des Routiniers. Über 100 Spiele Bundesliga. Die Gäste mit 10:3 Toren in den letzten 3 Spielen. Platz 5 scheint gefestigt. Toglu mit dem weiten Schlag. Yildirim tanzt Kizil Demir aus und bedient Günay. Die zweite 100-prozentige für Viktoria. Günay, noch der Matchwinner beim 2:0 gegen Luckenwalde. Hier scheitert er an sich selbst. Herthas Defensive zu anfällig. 28 Gegentore in 13 Spielen. Letzte Aktion vor der Pause. Badja mit Ballverlust. Stange. Schickersinski gegen Oellers. Erster Startelf-Einsatz für den 19-Jährigen. Gute Aktion zum Ende der ersten Halbzeit. Klare Leistungssteigerung zum Chemnitz-Spiel. Oliver Schröders Änderungen zeigen Wirkung. Die Chancenverwertung einzig mangelhaft. Unter den Blicken von Cheftrainer Pal Dardai. Die zweite Halbzeit beginnt auf beiden Seiten fehlerhaft. Toglu fühlt sich von Ben Hatira unter Druck gesetzt. Und dann verspringt ihm der Ball beinahe das Eigentor des Jahres. Einem Platzfehler geschuldet, Kinzig nicht mehr dran. Kuriose Szene in Minute 48. Nur eine Minute später, dann Quasigroch im Mittelpunkt des Geschehens. Hebisch, Fong. Und dann wieder Hebisch und Quasigroch an die Latte. Glück in dieser Szene für den sonst tadellosen Hertha-Schlussmann. Kurz zu Beginn der zweiten Halbzeit. Die 72. Spielminute. Viktoria mit mehr Spielanteilen in Halbzeit 2. Mohamed kam von der Bank mit dem Einwurf. Macht hier Druck auf Schickersinski. Dessen Rückpass verunglückt völlig. Fong vorbei an Morgenstern und an Quasigroch zum 1:0. Viktoria eiskalt wartet auf den einen Fehler im Spiel der Herthaner. Topstürmer Falcao fehlt, aber dann knipst einfach Fong. Erster Saisontreffer für den 19-Jährigen. Wichtig, dass Mohamed hier stört, provoziert den Fehlpass. Bitter für Schickersinski, der spielte bis auf in dieser Szene eine herausragende Partie.
Herthas Horrorbilanz nimmt kein Ende. Es droht die vierte Niederlage in Folge. Die Hertha wirft nochmal alles nach vorne. Mauli da mittlerweile im Spiel. Genauso wie Mesut Kessik. Die zweite Halbzeit zu dünn seitens der Blau-Weißen. Kein Schuss aufs Tor für die Hertha-Bubis. Die letzte Szene in diesem Spiel. Rölke mit der letzten Möglichkeit. Und so verliert Hertha BSC erneut und holt nur 3 Punkte aus den letzten 10 Spielen. Ganz anders Semih Kezkin und Viktoria Berlin. 7 Siege und nur 2 Niederlagen. Die Südberliner behaupten sich als ernstzunehmender Aufstiegskandidat für die dritte Liga.